Total recht herzlich willkommen, ihr Mainstreamer. Willkommen zum Mainstream. Wenn das nicht mein Beruf wäre, bin ehrlich, ich würde es heute wohl nicht mehr machen. Nun, seit 1966 und dann 76 beruflich, Film, Foto, Produktion, Beruf. So, hinter mir, hoffe ich, baut sich da was auf. Die allerneueste Technik, wissen wir ja, Chromecast, Industrie 4.0. Wir sind ja mit allen vernetzt, wir sind vernetzt. Ich komme aber heute zum Thema. Ich bin 55 plus und deswegen ist mir alles egal. Dass ich ein sehr witziger Typ bin, haben auch schon viele gemerkt. Und ich mag meine Kunden, ich mag jeden. Ich mag alle 7,4 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ich finde diesen Planeten super. Nennt sich Erde. Ziemlich staubig, ziemlich dreckig. Ja, keine Ahnung, da passiert heute nichts. Ah doch. Gut, wollte nur sagen, kauft euch niemals einen Plasmafernseher. Kauft es nicht, tut es nicht. Weil dieser Plasmafernseher da, der wurde mal als Monitor benutzt und seitdem hat sich alles dort eingebrannt. Da sind wir auch beim Kernthema heute so ein bisschen durcheinander, weil wir haben das Wahljahr 2017. Ich bin ja nochmal politisch angehaucht, ich habe aber mit Politikern nichts zu tun. Für mich sind Politiker wirtschaftliche Leute, die sich gern verkaufen, viel Geld haben möchten, viel Geld haben und das auch weiterhin haben möchten. Für mich sind jegliche Gruppierungen, Vereine, eingetragene Vereine, die versuchen Geld zu machen. Egal ob AfD, CDU, SPD, egal. So, wir sind aber hier beim Guido Reil. Da hier die Stadt Essen und alle meine Bürger sind ja hier, die kommen ja aus überall, aus der Stadt Essen, aus allen Ortsteilen. Und wie gesagt, politisch ist in unserem Betrieb nichts. Wir mögen keine Politik, wir hören uns aber auch alles an. Und heute über den Guido Reil. Guido Reil gestolpert, dem man auch seine Veranstaltung wieder weggenommen hat. Bei ihm steht ja drauf, dass er von der SPD zur AfD und ist nun mal ein Steiger. Er kommt aus dem Kohlenpott, beziehungsweise ist ein Kind der Kohle, kommt aus 2000 Meter Tiefe, wo er täglich arbeitet. Er ist ein Steiger, der Steiger kommt, die Lieder, ist also in seiner Sprachgewaltigkeit Datten und Datten, so ein Waschechter. Wenn ich leider 55 plus bin, weit drüber, so an Theo Ling denke mit seiner Neselstimme, wenn ich so an die Comedians denke der 60er Jahre, Tegtmeier, vielleicht kann ich den sogar einspeisen da hinten, damit jeder weiß, worum es geht, wer ist Guido Reil. Ja, heute wollte ich einfach mal darüber sprechen. Wir sind im politischen Wahljahr und wir hier als Industrie 4.0, die hier mit der allerneuesten Technik, aber wirklich mit der allerneuesten Technik arbeiten, wundern uns, dass wir auf alles reinfallen. Wir fallen auf die Politik rein, wir fallen auf die SPD rein, wir fallen auf die CDU rein. Frage. Ja. Ja klar, 15 Uhr. 15 Uhr. Ne? Okay. Alles klar, bis gleich. Jo, machen wir. Jo, ciao. Tschüss, tschüss. So, Industrie 4.0. Ihr seid live dabei. Ich wollte, glaube ich, hinten aber was einspeisen, worum es jetzt hier in diesem Video geht. In diesem Video geht es, da wir heutzutage Videonorm haben und wir uns über alles unterhalten können. Und vor allen Dingen frage ich mich letzter Zeit, als euer Medienkanzler, wieso lassen wir eigentlich alles zu? Also das muss ich einfach mal sagen. Ich schicke euch jetzt da mal hin. Ich nicht, ich habe keine Beziehung zum Saarland. Ich bin reiner Essener und ich bleibe Essen treu und ich gehe nirgendwo anders hin. War aber ein Jahr in London tätig und ich war überall tätig. So, als Unternehmer müsste ich ganz andere Töne ansprechen. Also alle Zuschauer, alle Kunden, die jetzt mal wieder so ein Video hier erkennen und mich auch erkennen, heute mal ein Video aus den Stuben, weil
jetzt vieles anliegt. Der März wird geändert, Fernsehen wird geändert, da hinten soll dann DVB-T 2 laufen. Gestern DVB-T 2 getestet, ja, an einen 800 Hertz, Full HD, an ihm hier, den Plasma, Full HD und an einem 4K-Fernseher, muss sagen, wir werden betrogen. Uns wird einfach nur das Geld weggenommen, die Qualität ist dieselbe. Unterschiede konnte man da nicht feststellen. Es mag sein, augenempfindlich, dass die Werbung irgendwie schief rüberkommt im ARD-ZDF-Bereich. RTL 2 war noch nicht freigeschaltet. Vox und alles. Also insgesamt 60 Kanäle sind da aufgerufen worden, aber ich will jetzt nicht aufs Fernsehen. Also ich bin wirklich Gegner gegen DVB-T 2. Ich finde das eine Frechheit. So, ich will auf den neuen Comedian, den ganz neuen Comedian der Stadt Essen, Guido Reil, verweisen. Ich hab mir das da angehört. Ich habe ihm, er ist ein freier Redner. Und was denn das? Finde er so super, ist ein Steiger und kommt aus dem Kohlenpott und alle, die in der Kohle tätig, ich komme ja wie gesagt weit über 55 plus, hier aus dem Kohlenpott und ich kenne den Kohlenpott noch, wie ich 10 Jahre alt war, kann ja jeder selber rechnen, wenn er wüsste, ich bin wirklich weit über 55 plus, wie die Kohle hier noch zugänglich und wir noch auf den Kohlenhallen gespielt haben, wo wir hier sehr viele Arbeitnehmer hatten. Und jetzt haben wir ja, wie er auch schon sagte, 70% ausländische Kinder und 40% ausländische Ausländer, wenn man das mal so sagen darf. Und davon über 1 Million gerade frisch hier eingewandert, kaum mit Ausweise und so weiter und so fort. Gut, die wachsende Kriminalität ist auch so eine Sache. Und wenn man so sieht, dass unsere Ministerpräsidentin Hannelore Kraft auch leicht ohnmächtig gar nicht weiß, wie sie oder was sie. Und ich habe mir wirklich mal, und deswegen habe ich die Kamera an und deswegen spreche ich jetzt, und ich hätte auch wirklich Interesse, wenn Leute mitmachen, wenn sie reinkommen, an alle Ausländer, Syrien und so weiter. Ihr wisst, also ich unterhalte mich ja unheimlich gerne mit euch, wir haben auch sehr viel Spaß, auch über den muslimischen Glauben und so weiter und so fort. Ihr wisst, ich bin 100% neutral. Ja? Ich bin Dienstleistender und das, was in meiner Dienstleistung steht, dafür gibt es ein Honorar und dafür wird bezahlt und das wird gemacht, nichts anderes. Ich bin natürlich auch privat, aber so oft privat bin ich eine öffentliche Person und privat, wo bin ich da privat? Ihr habt ja gerade gemerkt, geht gleich weiter hier, ist normal, aber wie gesagt, ich wollte euch diesen Guido Reil aus dem Essener Norden der Stadt Essen vorstellen, der 26 Jahre wie so ein Transvestit in der falschen Partei war. Also war 26 Jahre in der falschen Partei. Und das hätte er an sich früher erkennen müssen, aber hat er nicht. Deswegen ist er für mich der beste Comedian der Stadt Essen. Das ist eine Auszeichnung, ist jetzt nicht böse gemeint. Weil so wie er spricht, ja, dieses Wat dat, und wie er so, ist ein Emotionaler. Der macht das emotional. So, ich mache das jetzt auch emotional. Ich bin auch ein freier Sprecher. Und denke aber vorher nach, bevor ich spreche, worüber ich jetzt spreche. Und ich spreche jetzt, wie gesagt, über die AfD. Die AfD, ich weiß es ja nicht, ich kenne sie ja nicht. Ich kenne nur den Herrn Lucke. Ich habe mit Herrn Lucke gesprochen an dem Tag, wo er diese AfD gegründet. Er hatte mich dann angerufen. Und wir hatten dann während der Arbeit, wohlgemerkt, während der Arbeit bin ich an sich immer am Arbeiten. Deswegen habe ich ja, und ich schneide das, wie gesagt, jetzt auch nicht heraus, mir das angehört und so weiter und wie gesagt, an dem Tag, wo er weg, da habe ich mir auch gedacht, dann habe ich mich kundgetan, wo er geblieben, der Herr Lucke mit seiner Alpha, allgemeine Sache da, ich finde das immer so super toll, wenn diese ganzen Abkürzungen kommen. Meine lieben Freunde, die jetzt zuschauen, die mich kennen, ich möchte so ein bisschen aufklären, ein bisschen dabei helfen. Frau Hannelore Kraft hat sehr oft mich gefragt, warum machst du das eigentlich? Ich mache es als Medienkanzler, als freier politisch angehauchter, bürgerlich, denn ich frage mich jedes Mal, wo sind denn eigentlich die Parteien im SGB-II-Modus? Also ich mag Menschen, die monatlich 1000 bis 1500 netto haben, weil da sind nur Menschen. Menschen ab 5000 bis 50.000 im Monat netto. Mit denen ist nicht so nett, weil das ist immer so eine Sache. Ja, Menschen ab 100.000 bis 1 Million netto, mit denen ist gar nicht gut Kirschen essen, weil die nur darauf achten. Und da sind wir auch weiterhin beim Thema. Guido hat eine gute Sache angesagt hier im alternativen Bereich. Ich weiß zwar nicht, was da alternativ ist.
Er möchte in die Mitte, das ist sein Anliegen. An sich sollte Guido Reil selber eine Partei gründen. Er sollte frisch aus der AfD raus, SPD etc. Lieber Guido Reil, solltest du das hier sehen. Ich bin auch ein Essener Bürger, ich bin auch ein Essener Kind, weit über 55 plus, deswegen sage ich du, weil ich bin nichts wert, ich bin über 55 plus. Mein Wert steht nicht mehr im Fokus. Wenn ich jetzt 18, 25er Student wäre, dann wäre ich im Fokus, dann würde hier die Hölle brennen. Aber so haben wir das Feuer schon gelöscht. Also, ich bin der Meinung, dass dieser Guido Reil, er möge doch eine eigene Partei aufmachen, eine emotionale Partei, eine bürgerliche Partei und dann vielleicht eine Essener Partei. Er weiß selber, wie schwierig es ist, aber es wäre so. Ich hätte auch Lust oder Interesse, eine Partei zu gründen. Ich bin ein Online-Politiker. Ihr merkt, ich online an sich visuell, global, weiträumig. Und hat nichts fest jetzt real mit einer realen Sache zu tun. Ich bin weder ein Feind der SPD, CDU, ich mag die alle. Ich unterhalte mich auch unheimlich gern mit allen. Ich habe auch mit Herrn Söder, ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, weil die CSU nun mal hier in NRW keinen Platz. Und warum soll ich mir das anhören? So, ich muss mir dann, wie gesagt, diesen Guido Reil anhören, weil er jetzt im Fokus. Er sitzt nun mal im Rathaus, spricht auch dort und so weiter. Er hat natürlich eine Menge verloren, muss er aber selber durch. Also ich empfehle, er soll sich selber eine Partei da auf den Weg bringen. Er sollte so viel Mut haben, so viel Respekt vor sich selber, eine eigene Partei auf den Weg zu bringen. Eine bürgerliche Partei, die mit gar nichts zu tun hat, sondern bürgerlich ist, wo jeder rein kann. Also ich unterhalte mich unheimlich gerne. Ich mag normale Menschen. Normale Menschen, normale Moslems, Buddhisten, Hinduisten, also normale, mit denen man normal sprechen kann, die mich auch normal betrachten, mich jetzt nicht hier zu irgendeinem Glauben zerren wollen oder so oder meinen. Ne? Normal halt. Normale Sprache, normale Sache, spaßig, witzig, ach ja, wir verstehen dich. Ja, mit denen macht Spaß, aber meistens sind wir dann in einem Niveau von 1.500 Euro netto, höchstens 2.150 netto, die sind alle noch in Ordnung, weil die wissen alle, was nachher unterm Strich übrig bleibt, wenn alles bezahlt wurde. Alles, was drüber ist, macht so keinen Spaß. Ja, ich habe mir das heute mal angeguckt, weil ich mache ja dieses Online-Facebook-Politiker, ne? Dieses Online-Facebook-Politiker, ihr merkt ja, so richtig ernst nehme ich das alles nicht. Weil mit 55 plus nehme ich nichts mehr ernst, da bin ich böse. Mit 55 plus nehme ich gar nichts ernst. Und dem Mainstream zu genügen, also wenn ich dem Mainstream genüge, dann habe ich sicherlich auch mal so einen Red Button da, 50.000 plus oder was, ach herrlich. Also mein Ziel ist es ja, okay, an sich, ja doch, mein Ziel ist jetzt für über 55.000 Klicks zu bekommen. Über 55.000, die sich so ein Video anschauen, da arbeite ich noch dran. Ich glaube, dieses Video wird das noch nicht schaffen, nur weil ich jetzt hier auf die AfD rumprügel. Ich prügel nicht, weder SPD, ich unterhalte mich mit Hannelore Kraft, Guido Reil habe ich zu einem Gespräch eingeladen als Sondersender NRW TV, Ultra HD Web TV. Ich suche das Gespräch, weil es ist ein Essener. Okay, Essener Norden, da bin ich nicht, da möchte ich auch gar nicht hin. Ich komme da leider nicht her. Und ihr merkt schon an meiner Sprache, dass ich mit Watte und Watt irgendwie nicht so zurande komme. Ich komme aus dem Essener Westen. Und mein Zuhause waren andere. Krupp Aufwärts, Krupp Siemens, ALG, Vorstände und so weiter. Also Arbeiterklasse kenne ich nicht. Ich bin kein Arbeiterkind. Ich mag aber jeden. Und frage mich gerade, wenn so ein Guido Reil durch die Lande zieht, da ist er in Saarbrücken. Hier vor mir ist er in Wiesbaden und da hat man ihn natürlich abgelehnt. Veranstaltung mit Guido Reil von der SPD zur AfD abgelehnt. Diese Veranstaltung wurde abgesagt. Somit darf er heute da nicht auftreten. Ja, wir haben eine bunte Bananenrepublik mittlerweile. Wir haben hier alles. Ich meine, ich finde es toll. Also noch einmal, das meine ich jetzt ernst. Politiker sind Firmen. Politiker benehmen sich auch so. Politiker gehören einem Verein an.
sie möchten, dass dieser Verein läuft. Und wenn man da oben ist, dann will man da oben bleiben, weil keiner von denen, okay, das sind Akademiker mittlerweile, Rechtsanwälte, die haben ihre Kanzleien, also sind nur am Arbeiten, haben überall Geld und sind Millionäre mittlerweile. Auch Herr Schulz ist Millionär. Wenn er so weitermacht, schafft er vielleicht auch Milliardär, aber seid ihr dann schuld, wenn er ihn wählt. Aber das ist eure Sache. Ich bin parteilos, bleib parteilos, ich habe mit Politik, bin politisch los, ich habe mit Politik gar nichts mehr am Hut. Mit 55 plus richte ich jetzt an die YouTuber-Gemeinschaft, Y-Gesellschaft, wenn die auch zuschauen sollten, dann ist eure Sache. Wir haben das erfunden, ja, ich gehöre zu dieser Erfindungsbande da, die Pixelväter war ich als Jugendlicher und 1966 habe ich gesagt, da stehe ich auch weiterhin zu. Ich möchte einen sogenannten Kiosk haben mit einem sogenannten Datenhighway in Verbindung von Maschinen, die dann ich den Kunden Informationen verkaufen kann. So, und heute nennt sich das Medienhaus, Copyhaus, Information Industrie 4.0. Man kann sich hier unterhalten, ich kann aktivieren, ich kann live arbeiten, ich kann es aufzeichnen, weil eine Aufzeichnung gefällt mir lieber. Das ist eine Aufzeichnung, ich hoffe, ich habe sie wunderbar zusammengeschnitten. Ich hoffe, ihr habt auch Lust, sich solch ein Video anzuschauen, bei regnerischen Tagen oder so. Ich habe diese Videos auch kontrolliert. Sie sind weit gut im HD-Bereich. Man kann sie also wunderbar auf HD, auf Beamern präsentieren. So schlecht komme ich da gar nicht rüber. Das haben schon viele gesagt. Nur den Faden, den goldenen Faden, ich mag keine Schubladen. Ich mag keine Schubladen, denn an sich gehöre ich oder müsste ich in einer Schublade gehören. Ich müsste in dieser Schublade verweilen, damit mich auch jeder erkennt. So, dass aber mich nicht jeder erkennt, dass ich nicht politisch bin, dass ich lustig, fröhlich, fromm bin und dass ich sprechen kann und gelernt habe und Unternehmen führe und weit über 30 Jahren müsste ich an sich auch ein Krawattenträger sein. Ich müsste auch die Menschen abzocken. Nö, Menschen abzocken macht keinen Spaß. Ein zufriedener Kunde gefällt mir lieber, auch wenn er nicht wiederkommt. Aber er ist zufrieden. Und in dem Moment konnte ich ihm helfen. In dem Moment konnte ich ihm das verkaufen, was er wirklich haben wollte. Ich habe ihn nicht beschwatzt. Er hat wirklich das bekommen, was er erfragt. Und ich ihm dann durch seine Fragestellung auch verkauft habe. So. Viele haben gefragt oder fragen immer noch, sind Sie Fan? Nein, ich bin kein Fan von nichts. Ich bin kein Fan von nichts, noch nicht mal von mir selbst. Beruf, das ist Beruf. Seit 1966 an der Kamera, Super 8 Normal 8, Hi 8, Video 8, V8, VHS, VHS, also Film. Film von der Rolle, Film zum Digitalen. Und dazu das Ganze, was dazugehört. Dramaturgie, Regie, Aufnahme, Aufnahmetechnik, Licht, Beleuchtung. Ich habe jetzt auch normale Beleuchtung. Ich habe jetzt hier keine Studiobeleuchtung und wollte an sich jetzt gar nicht von mir sprechen. Wollte von dieser AfD reden. Ne? So, die Stadt Essen hat jetzt nun mal auch die, wer hat die nicht jetzt? Fast jedes Bundesland hat irgendwo eine AfD. Ich bin also kein Sympathisant, bin auch kein AfD-Sympathisant, bin niemands Sympathisant. Ich bekomme hier gerade die Aufforderung, die Gruppe der AfD-Sympathisanten, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe mir das alles, also wie soll ich erklären, ich bin ein Medienmensch. Ich liebe Medien und das Problem halt ist, dass diese, die ich schon erwähnt habe, diese wirklich fetten Reichen, diese fetten Politiker, die sich wirklich, also die wirklich glauben, was sie sagen und ihr glaubt denen ja auch, ja, das ist ja das Problem. Also ich glaube keinem, ich glaube wirklich keinem, also er muss mich schon persönlich überzeugen, dass ich sage, okay, ich tue es. Wie dieser Umbruch war, 1990, wie die Mauer gefallen und wie das andere kam, die Linken, ja, unsere Linken hier waren so eine merkwürdige Gruppe da, die ganz schnell eingefleischt wurde, irgendwann mit WSD, Rhabarberkirchen, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Also jetzt haben wir auch die Linke, auch hier in der Stadt, aber bewegen tun die nichts. Also kein Politiker bewegt irgendwas, wenn, dann nur den Geldbeutel und wenn, dann auch nur die Stadtkasse oder die Länderkasse oder ruft beim Bund an,
ich brauche Kohle. Also Politiker sind keine Kaufleute, ich bin aber leider Kaufmann und ich komme nicht damit klar. Wenn ich 1,5 Millionen hier auf dem Tisch habe, habe ich nicht den Zwang, das auszugeben, dass das wegkommt, damit ich Frau Merkel anrufen kann, hör mal, ich habe da so ein Budget von 10 Millionen, die brauche ich wieder. Ja? Also in Wirklichkeit hätte ich nur 8,5 gebraucht. Somit hätte man dort einsparen können. Aber das kapieren Politiker nicht. Politiker kaufen für 18 Millionen Faberstifte. Ja, Hauptsache weg. Ja? Kein Mensch braucht die Faberstifte, aber sie kaufen für 18 Millionen Faberstifte. Hm? Ja, Hauptsache Geld. Oder bauen mal eben im Sauerland eine Autobahnanbindung. Also besser eine Brücke ohne Autobahnanbindung. Man wundert sich, dass mitten im Sauerland eine Wahnsinnsbrücke steht. Man weiß auch gar nicht, warum die Brücke da steht. Und nach, glaube ich, 30 Jahren, und danach musste die erstmal saniert werden, wurde dann die Autobahn da angebunden. 30 Jahre stand die Brücke da rum, die nachher natürlich, wie gesagt, saniert werden musste. Als Beispiel. Hauptsache, man hat Geld ausgegeben. Politiker geben Geld aus. Davon nehmen sie prozentual für sich, ihrem Verein, ihre Glaubensrichtung und so weiter und so fort. Warum dieses Video jetzt? Es wird etwas länger dauern. Ich bin über so gewisse Grundgesetze gestolpert. Nicht das Grundgesetz, was ihr kennt. Ich bin ja hier in NRW. Ich lebe hier in der Stadt. Ich habe hier ein Stadtrecht. Aus dem Jahr 815, irgendein Mönch da mal wieder, hat das Stadtrecht hier auf den Weg gebracht. Ist man der Meinung, müsste man nachlesen. Computer, Facebook, Wikipedia und so, meine lieben Freunde, da bin ich vorsichtig. Ich bin mit Büchern groß geworden. Ich gehöre zur Perry Rhodan Gesellschaft. Perry Rhodan, das war für mich Science Fiction. Ich habe alles gelesen, hat Spaß gemacht. Und da kam natürlich die Strampelmannschaft, Captain Kirk und seine Mini-Rock-Weibchen und so. So, NRW-Grundgesetz, ne? Oder Verfassung, NRW-Verfassung. So, wenn ich da lese, und da stolper ich dann, wenn ich das lese, Landesverfassung. Wir haben eine Landesverfassung, die poltert da mit sehr vielen Religionen durch die Gegend. Und da ist mir was aufgefallen, die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der Fassung vom 23. Mai 1949 festgelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung mit unmittelbar geltendes Landesrecht. So. Jeder hat Anspruch auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Eingriffe sind nur in überwiegendem Interesse der Allgemeinheit aufgrund eines Gesetzes zulässig. Interessender. Naja, okay. Ich lese das jetzt hier vor, da steht hier alles wieder. Ne, aber darum geht es. Ich stelle dir nicht alles vor. Könnt ihr selber lesen. NRW-Verfassung. Wenn ihr in Würzburg lebt oder in Hessen, in Thüringen, macht mal euer Landesgesetz auf. Euer Landesgesetz auf. Es ist natürlich eine Basis auf dem Bundesgesetz, aber hier sind Landesgesetze drin. Schulrecht, Kinderrecht. Ja, ich würde das da doch mal lesen, damit jeder weiß, warum in seinem Land die Uhr anders tickt. Und darum geht es mir. Die Uhr tickt in jedem Land anders. Ihr seid nicht Einigkeit, Recht und Freiheit. Das ist totaler Quatsch. Wir sind uns einig, dass wir Recht haben, uns zu streiten. Wir können uns jetzt streiten, dieses Recht haben und jetzt kommt's. Wir haben absolut keinen Rechtsanwaltzwang. Den gibt's überhaupt nicht. Jedes Gericht, was irgendwie sagt, ein Anwalt ist Zwang, falsch. Das ist gegen die Charta, ja, Menschenrechtscharta, die ist von 1966. Es gibt keinen Zwang in Deutschland. Es gibt keinen Zwang in Deutschland. Wenn ich mich verteidigen will, verteidige ich mich selber, muss mich natürlich gut vorbereiten. Ich muss nicht so einen Quatsch anfangen, da ausweisen und all so ein Blödsinn. Gut, ich möchte natürlich bemerken, dass der Richter ein Richter für mich ist. Also mein persönlicher Richter, der war meinen Fall Richter. Also dieses Gefühl möchte ich schon haben. Bei so manchen Richtern bin ich da im Zweifel, aber ist egal. So, Schulgeld wird nicht erhoben, das wisst ihr ja. So, jetzt kommt's aber mit diesem ganzen religiösen Quatsch. Ja? Da bin ich über was gestolpert. In diesen Verfassungen, auch hier in dieser Verfassung Nordrhein-Westfalen, da ist mir zu viel Glaube, zu viel Gottgedöne da. Denn
es gibt, das, ich meine, ich bin 55 plus, mich interessiert das an sich alles gar nichts mehr. Aber ich habe nun mal einen Jugendlichen, 15 Jahre, und darauf passe ich schon auf, dass es diesem Jugendlichen gut geht. Und deswegen kam ich auch auf DVB-T2, weil dieser Jugendliche mal eben 500 Euro für so ein blödes Kabel hier anschließen, naja, ich danke, möchte ich nicht haben. Ich lasse den Guido da unten mal quatschen, so von der AfD. Wir kennen alle Grundschulen, ja, wir kennen auch Bildungsziele nach Organisationen und Ausstattung, die Voraussetzungen eines geordneten Schulbetriebs erfüllen. Organisationen, Bildungszielen der Religion, wohlgemerkt. Ja, Grundschule sind gemeinschaftliche Schulen, kennen wir. Jetzt, es gibt aber auch Bekenntnisschulen, wer von euch, Bekenntnisschulen. Weltanschauungsschulen gibt es auch. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten, den Elternteilen, soweit ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet ist, kann das in der Grundschule einrichten. Eine Grundschule kann ein Bildungsziel haben einer Bekenntnisschule oder Weltanschauungsschule. So, in § 3 des Artikel 12 des Landesgesetzes. In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. Also, alles Mögliche. So, jetzt kommt's aber. In Bekenntnisschulen werden Kinder des katholischen oder des evangelischen Glaubens oder einer anderen Religionsgemeinschaft nach den Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses unterrichtet und erzogen. Da haben wir das Problem mit Moslem. Das muslimische, ja, also wenn ein muslimischer Bekenntnis, eines muslimischen Bekenntnisses in einer Religionsgemeinschaft von vermischten Kindern, katholisch, evangelisch, ja, und jetzt kommt's. In Weltanschauungsschulen, zu denen auch die bekenntnisfreien Schulen gehören, werden die Kinder nach den Grundsätzen der betreffenden Weltanschauung unterrichtet und erzogen. Das Nähere bestimmt ein Gesetz. Wegen des religiösen Bekenntnisses darf im Einzelfall keinem Kinde die Aufnahme in eine öffentliche Schule verweigert werden. Also er kann sein, was er will, er kann an den Heiligen, ich werde jetzt hier so ein heiliger Samsung-Fan, ja, nur das Samsung ist die Wahrheit, nur die Samsung, also, okay, Smartphone. Okay, heiliges Smartphone, nur das heilige Smartphone hat die Rechte, nur das heilige Smartphone hat die Weisheit, nur das heilige Smartphone, ne? So eine Religion. Okay, Bekenntnisschule, ja. Im Einzelfall kann Kunde die Aufnahme in eine öffentliche Schule verweigert werden, falls keine entsprechende Schule vorhanden ist. So, wenn die lieben Moslems in eine christliche Schule gehen und da nicht rein wollen, das geht eben nicht anders. Sie müssen da rein, weil es keine muslimische Schule gibt. Ja, oder eine Bekennungsschule. Und jetzt kommt's. Der Religionsunterricht ist außerordentliches Lehrfach. An nahen Schulen mit Ausnahme der Weltanschauungsschulen, bekenntnisfreier Schulen. Für die religiöse Unterweisung bedarf der Lehrer die Bevollmächtigung durch die Kirche oder durch die Religionsgemeinschaft. Kein Lehrer darf gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen. Das ist das Wort wieder Zwang. Also, die Grundbasis dieses Videos ist, es gibt keinen Zwang in Deutschland, es gibt auch keinen Zwang in NRW. Es gibt keinen Zwang. Keiner kann einen zwingen, mit einem Rechtsanwalt vor einem Richter zu stehen. Es gibt keinen Anwaltszwang. Die Richter sind gezwungen, nach dem richterlichen Gesetz, es gibt ein richterliches Gesetz, das steht auch im Grundrecht, das zu unterschreiben, was sie. Sie müssen demjenigen, dem das Urteil zugänglich, müssen sie ein Richter sein. Ja? Das ist sehr wichtig. Also die Richter versäumen da eine Menge, aber geht ja um Wirtschaftlichkeit. Lassen wir jetzt mal sein. So, Lehrpläne und Lehrbücher für die Religionsunterrichte sind im
Vernehmen mit der Kirche oder Religionsgemeinschaft zu bestimmen. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts haben die Kirchen oder die Religionsgemeinschaften das Recht, nach einem mit der Unterrichtsverwaltung vereinbarten Verfahren, sich durch Einsichtnahme zu vergewissern, dass der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit ihrer Lehren Anforderung erteilt wird. Ja, ich mache mir dann irgendwann mal auch so ein Ding auf, dann fange ich da auch an, Allah, denke ich mir eine neue Religion. Ja, das ist jetzt die neue Religion, das ist die Smartphone-Religion. Nur das Smartphone ist das wahre Smartphone, nur die wahre Smartphone ist, ist der elektronische Glaube, der mit 4300 km/h durch den Äther düst. Nur Fachleute wissen jetzt, worüber ich sprechen wollte, aber ja. Zur Ausbildung ihrer Geistlichen haben die Kirchen und zur Ausbildung ihrer Religionsdiener der Religionsgemeinschaften das Recht, eigene Anstalten mit Hochschulcharakter zu errichten und zu unterhalten. Ne? Also für die ganz Religiösen. Ja. So, ich bin aber über einen Satz gestolpert und da bin ich doch, den suche ich und deswegen kam ich zu dieser Idee. Die Freiheit der Vereinigung zu Kirchen oder Religionsgemeinschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluss von Kirchen oder Religionsgemeinschaften innerhalb des Landes unterliegt keiner Beschränkung. So, hier in Nordrhein-Westfalen gibt es keine Beschränkung, hier könnt ihr glauben, was ihr wollt. Ich mache morgen die heilige Samsung-Kirche auf, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wenn ich genügend Jünger bekomme, die Lust und Bock haben, hier den Heiligen Gral zu suchen, da in der Elektronik, dann machen wir eine Kirche auf. Ja, also die Kirchen und Religionen ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie haben das Recht, ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates und der politischen Gemeinden zu verleihen oder zu unterziehen. Ich suche aber immer noch diesen Wahnsinnssatz, der kommt, glaube ich, heute. Die Kirchen und die Religionsgemeinschaft haben das Recht, in Erziehungs-, Kranken-, Straf- und ähnliche öffentliche Anstalten, Gottesdienste, Handlungen vorzunehmen und eine geordnete Seelsorge auszuüben, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist. Wo jeglicher Zwang fernzuhalten ist. So, wenn also irgendein Lümmel da aus einem anderen Land sich hier rumlümmeln möchte und zwingen will, dass er hier rumlümmeln darf, können wir sagen, Lümmel darum, wo du herkommst, hier darfst du es nicht. Es gibt keinen Zwang. Frag an, wenn ich ja sage, dann darfst du. Denn im Übrigen gilt für die Ordnung zwischen Land und Kirchen oder Religionsgemeinschaften Artikel 140 des Bonner Grundgesetzes, nicht des Bundesgesetzes, sondern des Artikel 140 des Bonner Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 20. Mai 1949 als Bestandteil dieser Verfassung und mittelbar geltendes Landesrecht. Ich heute vom Land. Land NRW, heute Stadtrecht, Stadt Essen. Wie gesagt, er ist ja jetzt wieder weg, der Guido, oder der von der SPD zur AfD, und der hat da so fröhlich gesprochen. Ich kam mich zurückgesetzt, aber ich fühlte mich zurückversetzt ins Jahr 60, wo der Tegmeier unheimlich gesprochen. Er war ein Püttkind, Tegmeier. Wenn einer von euch nicht weiß, wer Tegmeier ist, ich kann mal eben gucken, ob ich den hier finde. Das ist ja das Schöne an diesen hier. So, ich suche mal eben den Tegmeier. Ah, ich liebe es. Tegmeier, habe ich gesagt. Ja. Ja, das ist auch so eine Sache. Dieser Dienst ist vorübergehend eingestellt. Ne? Ich kann also, wie gesagt, nicht mehr von dort. Ich kann also. So, ich meine, ich spreche von diesem Mann, ne? Jetzt erzähle ich euch mal. Ja, will das schon gehen, ne? Da, Tegmeier. Vielleicht mache ich mal so eine Parodie auf Tegmeier. Ich bin ja jetzt 55 plus. Ich kann mir jetzt irgendeine spaßige Figur aussuchen. Ich bin ja jetzt hier der Medienkanzler und ich bin politisch unterwegs und ich bin freier Online-Politiker. Und pflücke jetzt hier alles so aus, ja? Der 1. Mai ist der Tag der Bekenntnis zur Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völkerversöhnung und Menschenwürde ist gesetzlich Feiertag. Finde ich toll. So, da wollte ich aber gar nicht hin. Oh ja, das Recht auf einen ausreichenden, bezahlten Urlaub ist gesetzlich festzulegen. Das Recht auf einen ausreichenden, bezahlten Urlaub ist gesetzlich festzulegen. Ich finde das alles toll, was da so steht. Aber es geht ja momentan um, ne, Politik und so weiter. Ich meine, ihn mag ich. Also Tegmeier.
Vielleicht werde ich so ein Comedian und mache einen auf Tegmeier. Also ich fand ihn toll. Ist ja lange her und ich bin gerade runtergerutscht da, Urlaub. Ich habe nicht Urlaub. Zur Änderung dieser Kirchenverträge und zum Abschluss neuer Verträge ist außer der Zustimmung der Vertragspartner ein Landesgesetz erforderlich. Landesgesetz erforderlich, wenn irgendwelche religiösen Sachen geändert werden. Ja? Also ich wüsste jetzt nicht, ich lese hier auch in der ganzen Verfassung nicht, also man spricht da so von Religionsgemeinschaften, man spricht da nicht das Wort aus. Ja? Und die müssen im Artikel 140 des Bonner Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ja erstmal durch das Landesrecht in der Verfassung einen Bestandteil haben. Haben die ja gar nicht. Ja, also ich kann jetzt nicht meine religiöse, fanatische Geschichte des freien Internets, des freien Funks, des Samsung-Handys als Glaubensrichtung, vielleicht bringe ich da noch, keine Ahnung, auf den Weg bringen. Aber ich hatte sowas Tolles gelesen. Ein religiöses Kind. Es gibt religiöse Kinder. Das wurde hier in einem sehr guten Fachdeutsch niedergeschrieben. Der Lohn muss der Leistung entsprechen und den angemessenen Lebensbedarf des Arbeitenden und seiner Familie decken. Für gleiche Tätigkeit und gleiche Leistung besteht Anspruch auf gleichen Lohn. Das gilt auch für Frauen und Jugendliche. Das Recht auf einen ausreichend bezahlten Urlaub ist gesetzlich festzulegen. Also wie gesagt, ich rede hier von der Verfassung des NRW-Bereichs GG. Geltendes Gesetz und Verordnung SGV-NRV. Stand vom 15.03.2017. Deswegen mache ich das. Am 15.03.2017. Ja. So, und deswegen sage ich euch, hier steht nichts drin von Lehren und so. Hier steht nur, jetzt kommt's, Lehrmittelfreiheit gewährt und sind Lehrer und Lehrmittel in gleicher Weise für diese Privatschulen zur Verfügung zu stellen wie für öffentliche Schulen. So. Jetzt kommt's. Das Schulwesen des Landes baut sich auf einer für alle Kinder verbindlichen Grundschule auf. Das Schulwesen wird durch die Mannigfaltigkeit des Lebens und Berufsaufgaben bestimmte Eltern. Das Land gewährleistet ein ausreichendes und vielfältiges öffentliches Schulwesen, das ein gegliedertes Schulsystem, integrierte Schulformen sowie weitere andere Schulformate ermöglicht. Für die Aufnahme in einer Schule sind Anlagen und Neigungen des Kindes maßgebend. Nicht die wirtschaftliche Lage und die gesellschaftliche Stellung der Eltern. So, deswegen frage ich mich ja jedes Mal, wo sind eigentlich die armen Parteien? Ja, ganz arme Parteien, die halt auch Parteien wären. Wo sind die Abgeordneten von armen Parteien? Nicht arm im Geist, sondern arm in der finanziellen Lage. Na, ist egal. Also ich versuche immer, also kommt etwas näher da. Ich will euch nicht alle Artikel, sind nämlich lang hier in Nordrhein-Westfalen. Ich suche diesen einen Begriff, darauf wollte ich gerade rumreiten. In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf die Grundlage christlicher Bildung und Kulturweite in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. Für andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen. Da gehört auch das Muslimische zu. Das ist ja eine Überzeugung. In Bekenntnisschulen werden Kinder des Katholischen und des Evangelischen und so weiter. Aber Kinder dürfen auch raus. Ja, ein Kind eines, ne? Mal gucken hier. Also Zwänge gibt's nicht. Die Befreiung vom Religionsunterricht ist abhängig von einer schriftlichen Willenserklärung der Erziehungsberechtigten oder des religionsmündigen Schülers. Hammer, ne? Das ist dieser Satz. Die Befreiung vom Religionsunterricht ist abhängig von einer schriftlichen Willenserklärung der Erziehungsberechtigten oder des religionsmündigen Schülers. Die Ausbildung der Lehrer erfolgt in der Regel. Ist mal Regel, müsst ihr mal vorstellen. Der Lehrer, das ist nicht genormt, sondern eine Regel. Ja? An wissenschaftlichen Hochschulen. Sie berücksichtigt die Bedürfnisse der Schulen,
ist es ein Lehrangebot zu gewährleisten, das diesem Erfordernis gerecht wird. Es ist sicherzustellen, dass die Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts erworben werden kann. Es ist sicherzustellen, dass die Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts erworben werden kann. Also ich lese, also das rauscht schon in den, also es sind etliche Artikel 15, 16, 17. Der 18er, der gefällt mir schon. Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern. Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern. Wie gesagt, 15.03.2017 ist das Ding verändert worden. Ich höre immer Grundgesetz, Bundesgrundgesetz, ja. Also im Mittelpunkt des Wirtschaftslebens, das wirtschaftliche Leben, steht das Wohl des Menschen. Der Schutz seiner Arbeitskraft hat den Vorrang. Der Schutz seiner Arbeitskraft hat den Vorrang vor dem Schutz materiellen Besitzes. Jeder Mann hat ein Recht auf Arbeit. Meine lieben Freunde, nochmal zuhören, ganz wichtig. Artikel 24 der Verfassung von Nordrhein-Westfalen. Geschrieben am 15.03.2017, erneuert, denn das ursprüngliche war am 18.06.1950. In der Mittelpunkt des Wirtschaftslebens steht das Wohl des Menschen. Der Schutz seiner Arbeitskraft hat den Vorrang vor dem Schutz materiellen Besitzes. Jeder Mann hat ein Recht auf Arbeit. So, wenn doch jeder Mann ein Recht auf Arbeit hat, warum hat er dann keine Arbeit? Warum arbeitet er nicht? Ich meine, na okay, der ist wieder weg. Ja, ich bin da doch, muss ich schon sagen, irritiert, ne? Wenn ich das so Tickmeier hier mäßig mache. Boah, also ich werde jetzt Verfassungsschützer. Ich werde die Verfassung durchdrücken. Jeder hat das Recht auf Arbeit. Die Kleinsiedlung und das Kleingartenwesen sind zu fördern. Da hatte ich so einen Doktor an der Theke. Der war ziemlich sauer. Der Landtag besteht aus dem Volke, gewählten Abgeordneten. Zu seinen Aufgaben gehören die Wahl des der Ministerpräsidenten oder ihn, die Verabschiedung der Gesetze und die Kontrolle des Handelns der Landesregierung. Er bildet eine öffentliche Form für die politische Willensbildung. Er bildet ein öffentliches Forum für die politische Willensbildung. Die Abgeordneten stimmen nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das Wohl des Landes Nordrhein-Westfalens bestimmten Überzeugungen. Sie sind an Aufträge nicht gebunden. Artikel 30 in der Verfassung von Nordrhein-Westfalen. Sie sind nicht jeglichen Aufträge jeglicher Form gebunden. Also der Satz ist natürlich Gott sei Dank einfach. Die Abgeordneten stimmen nach ihrem freien, nur durch die Rücksicht auf das Wohl. Nur auf das Rücksicht des Wohl des Landes, nicht des Bürgers. Sind auf Verträge nicht gebunden. Ja? Die Abgeordneten haben im Landtag insbesondere das Recht, das Wort zu ergreifen, Fragen und Anträge zu stellen, sowie an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. Ihr merkt schon, Geschäftsordnung. Das ist in einer Verfassung. Also die amerikanische Verfassung gefällt mir da besser. Nicht, weil man da rumballern darf und jeder darf eine Waffe haben, sondern ist wenigstens eine Verfassung. Ja. Die Abgeordneten werden in allgemein gleich, unmittelbar, geheim und freier Wahl gewählt. Wahlberechtigt ist, wer 18 ist. Wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. Die Wahl findet an einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag statt. Die Näheren wird durch Gesetz geregelt. Also steht auch nicht drin, wer du bist. Also steht nicht drin. Da steht nur, du sollst 18 sein und deswegen. Deswegen wollen die dann. Die Zugereisten, ihr seid 18, also könnt ihr wählen. Ne? Also hier steht nichts was von Deutsch oder so, ja. Der Landtag kann sich durch Beschluss auflösen. Der Landtag kann sagen, ihr könnt nicht mal. Dann gehen wir. Ne? So, okay, nach 90 Tagen müssen da wieder neu gemacht werden. Die Wahlperiode des Landes beginnt mit seinem ersten Zusatzantritt. Ne? Ist klar, sobald die zusammentreten, haben wir den Landtag. So, aber
ihr merkt, es ist zu lang. Also jeder kann nachlesen, alles was euer Medienkanzler hier verbreitet. Es gibt hier eine Verfassung von Nordrhein-Westfalen, die jetzt geändert wurde. Die wird hier, wann wurde die geändert? Am 01.01.2000, 2001, 2002, 2004, 2011, 2016 und jetzt am 15.03.2017. Die Verfassung wurde mal wieder geändert. Und daran hat der Ministerpräsident Arnold, der Innenminister Dr. Menzel, der Finanzminister Dr. Weitz, der Wirtschaftsminister Dr. Nölting, der Minister der Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Lübeck, der Arbeitsminister Halbfell, der Sozialminister Dr. Ermelungsen, der Kulturminister Teusch, der Minister für Wiederaufbau, der Herr Steinhoff und der Justizminister Dr. Sträter. Die haben da am Düsseldorf 28. Juni 1950 das auf den Weg gebracht. Und die ganzen Fußnoten, was da geändert wurde, warum es geändert wurde. Ja, aber ich finde es gut, ihr müsst da mal die Sätze lesen. Jeder hat Recht auf Arbeit. Und wenn ihr mal die Frau Merkel gehört habt, die schwirrt ja da in Berlin rum. Die hat gesagt, dass nicht jedem Arbeit zustünde und nicht jeder kann auf Arbeit pochen. Doch hier im Land Nordrhein-Westfalen, kann jeder auf Arbeit pochen. Und es wird Zeit, dass ihr auf Arbeit pocht. Dass jeder von euch Arbeit sucht, Arbeit bekommt. Die ganzen komische Agenda 2010, die ist überhaupt gar nicht rechtsgültig. Die Agenda 2010 ist ein Zwang. Zwang ist nicht erlaubt. Steht in unserer Verfassung. Ich bin ein Landesbürger von Nordrhein-Westfalen. Sollte Guido Rehl durch Zufall dieses Video gesehen haben, sollte er mal drüber nachdenken, selbst eine Sache zu machen. Ich bin hier so ein Freund von Dickmeier. Ich werde mehr Comedien machen, politisch auch angehaucht, aber online, weil ich alle mag. Ich mag diesen ganzen Ball, den ganzen Planeten, ich mag alle, weil es Spaß macht. Ich gebe auch nur eine Chance, nicht zwei, weil bei 7,4 Milliarden entgeht mich was. Ich kann ja nicht dauernd wieder zurückrennen, nur weil mich da einer beleidigt. Wenn mich beleidigt, kann gehen. Es kommt sicherlich ein anderer, der mich nicht beleidigt oder an 7,4 Milliarden, wenn mich jetzt nicht beleidigen, davon vielleicht 1%. Die haben halt Pech. So, das ist eine wunderbare Lebensweise mit 55 plus. Und wer jetzt gut zugehört hat, kann wie gesagt nochmal selbst nachlesen an alle nordrhein-westfälischen Bürger. Alle, egal wie ihr sprecht. Ihr seid ja Bürger von Nordrhein-Westfalen. Und mit oder ohne, ob heilig oder nicht heilig, oder religiös oder nicht religiös. Meiner einer ist 100% neutral und das möchte ich jetzt noch einmal auf diesen Weg bringen. Vielleicht mache ich sogar einen Schnitt, mache das als Kurzclip. Ich bin 100% neutral. Ich liebe die Technik, ich liebe Industrie 4.0. Mit Anbindung von Maschinen wollte ich an den sogenannten Datenhighway und der ist ja jetzt da. Und da man heutzutage endlich das machen kann, was ich 1966 so überlegt habe, weil Kind von Perry Rhodan ist klar. Perry Rhodan gibt auch leider nur zwei Filme darüber, aber alle Heftchen und Sachen gelesen, sogar die Risszeichnung über die Fantasie der Raumfähren und Raumstation. So, Tegmeier. Jo. Ich könnte ihn mal laut machen, aber ihr könnt ja alles. An sich muss man gar nichts mehr, ihr könnt ja alles selber. Wir sind jetzt Menschen, die alles selber können. Ich kann selber lesen, ich kann selber recherchieren, ich kann selber Fernsehen gucken, kann mir mein eigenes Fernsehen machen. Und deswegen frage ich euch, warum kauft ihr dann DVB-T2 und glaubt, ihr habt HD? Ich meine, so schlecht ist die Qualität nicht. Diese, muss mal gucken, was ist denn da? Ja, okay, die Qualität ist auch schlecht. Aber egal, ist ja auch hier übertragen. Das ist Streaming zum Beispiel. Streaming, meine lieben Freunde, und wir haben eine 100 Mbit. Geschichte, vielleicht, ja, diesen alten Herrn hier, den hätte ich auch mal, hier, Tesla. Ach, herrlich, Tesla, ja, das war auch Zeit. Ja, du dumme Kuh, du dumme, ja, Tesla. Ja. Ja, mein Herz und eine Seele. Ja, wie gesagt, kann man auf den Weg bringen. Meine lieben Freunde, euer Medienkanzler verabschiedet sich, hat mir immer wieder unheimlich viel Spaß gemacht und die treuen Zuschauer,
bedanke ich mich total und recht herzlich, dass wir überhaupt so lange wieder durchgehalten haben. Es lag mir doch so ein bisschen am Herzen in einem sogenannten Wahljahr, hier stimmt alles vorne und hinten nicht. Ja? Ich erkenne Politiker, die denken wirklich nur an diese Millionäre. Ja? Die wollen mir einen erzählen. Also ich suche die Partei der Bürger. Ja? Die ab 1000, 2000. Aber sie sollten schon was können. Also sie sollten schon Ahnung haben. Ja? Akademiker muss man nicht unbedingt haben. Man braucht gesunden Menschenverstand, so wie Guido Riehl. Der hat gesunden Menschenverstand. Aber dennoch, ich bin der Meinung, er sollte eine eigene aufmachen. Vielleicht schreibe ich ihm mal, aber keine Lust, eine eigene aufzumachen. Mache ich vielleicht mit. Und vielleicht haben wir dann richtig viel Spaß. Vielleicht will er ja auch Comedian. Wer weiß. Ne? Vielleicht sagen die Medien zu ihm, Guido, werd Comedian, Kabarettist. Ne? Bei Mitternachtsspitzen da im WDR auftreten und dann ein Erzählen da. Ey Mann, Leute, die SPD war ich 26 Jahre fehl am Platz. Ja, schade eigentlich. Ne? Ja, Gutmenschen haben wir. Wir haben Gutmenschen, was haben wir denn alles? Also ich habe nur die Verfassung von Nordrhein-Westfalen und die macht Spaß zu lesen, die jetzt vor 5 Tagen geändert wurde. Da wisst ihr auch, wann das aufgezeichnet wurde. Die ist am 15.03.2017 mal wieder in gewissen Fußnoten geändert worden. Und ich kenne die Verfassung seit 1950 und ich kenne auch die Gesetze seit 1966. Und es gibt keinen Zwang in Deutschland. Keinen. Vor allen Dingen nicht in Nordrhein-Westfalen.